Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Random Nuzlocke. Wir haben jetzt alle Pokémon auf Level 17. Wir werden jetzt gegen Bianca antreten und sie übelst mal zerquetschen. Dafür legen wir mal am besten Laurin nach oben. Da habe ich nämlich einen Plan mit. Und dann gehen wir zu Bianca und sagen mal Hallo. Ich habe unserem Smetbro die Kehrtwende beigebracht, ich versuchte einfach taktisch irgendwas hinzukriegen. Irgendwas muss da doch möglich sein. Ich will es ja einfach nur hinter mir bringen. Einfach nur hinter mich bringen. Mehr will ich gar nicht. Dann können wir uns gerne die Pokémon angucken. Aber ich mache die Troller erstmal kaputt. So, an dieser Stelle haben wir schon mal Laurin. Mit Anziehung, Duplexhieb, Gesang und Mogelhieb. Mogelhieb funktioniert in der ersten Runde immer und quasi kriege ich dafür Bonus. Also ich beginne so mit dem Kampf. Und jetzt setze ich Gesang ein, weil du, scheiß Pipi, mich das letzte Mal auch eingeschläfert hast. Wie gefällt dir das? Hä? Ich drehe hier voll durch. Ich bin angepisst. Ich bin einfach angepisst. Das ist das Ding. Deswegen drehe ich hier gerade komplett durch. Ja, nimm dies. Bitchlap, Alter. Bitchlap. Immer schön ins Gesicht. Ja. Scheiße, wenn man schläft. Wie gefällt dir das, Pipi, wenn man schläft? Ist nicht so schön, ne? So, und diese Taktik werden wir gleich bei Miltang auch einsetzen. Kurz den Namen vergessen. So. Setz einen verdammten Supertrank ein. Das war perfekt. Ja! Ein Supertrank weniger. Geile Nummer. Okay. Bisher läuft die Taktik ganz gut. Und sie schläft einfach immer noch. Sie schläft einfach immer noch. Wir müssen nochmal provozieren, dass sie diesen fucking Supertrank nimmt. Es tut mir leid für meinen Wortlaut hier, aber das geht nicht anders. Die Trolle hat es nicht anders verdient. Ach, jetzt schlägst du zurück oder was? Ha! Yeah! Da! Oh ja, Volltreffer. Nein, nicht sterben. Du sollst doch noch einen Supertrank einsetzen. Okay. Macht nichts, alles gut. Miltang. Weiterkämpfen. Das ist dein letztes Pokémon, ist klar. Okay, es funktioniert komplett nur in der ersten Runde. Fuck. Nein. Okay, Gesang. Ja! Ja! Das wird ja eine Lehre sein, Madame. Leck mich, ganz ehrlich. Es war alles kalkuliert. Bis auf diese verdammte Beere. Warum? Okay, wir müssen. Ich glaube. Niklasius müsste so circa 2 Treffer aushalten. Das heißt, wir können Stachelspore einsetzen und dann Kehrtwende. Oder er setzt Walzer ein, was perfekt wäre. Komm, setz bitte Walzer ein. Das wäre genial. Nein! Bitte kein Volltreffer. Okay, perfekt. Wir machen Stachelspore. Jetzt macht er Walzer. Das wäre perfekt. Maurice, du bist dran. Okay, Maurice, komm, Donnerwelle. Ach, scheiße, das ist Gestein, ne? Ja, jetzt ist er von alleine Parasyrer. Wozu setze ich den Scheiß denn ein?
Ja, jetzt ist zu spät. Okay, er ist paralysiert. Wir nehmen Ultradudel. Komm schon. Ja! Ja! Jetzt darf er 3 Runden lang nicht sterben. Kommt hin, ne? Komm schon, du bist paralysiert, Mann! Was ist denn dein Problem? Was ist dein Problem? Miltang, du bist verdammt nochmal paralysiert! Du bist paralysiert! Du bist doch paralysiert, Mann! Das kann doch nicht sein! Das ist doch nicht dein Ernst! Du bist paralysiert! Du bist paralysiert, Mann! Alles wird gut. Wir machen die Typen noch kaputt, Freunde. Wir machen die Typen kaputt. Wir haben zwar jetzt 2 Pokémon verloren, aber es war klar, dass wir Pokémon verlieren. Wir können das nicht einfach komplett durchziehen. Sie ist tot! Alles gut. Mir geht's gut, Freunde. Mir geht's gut. Alles okay. Wir haben 2 Pokémon verloren. Es ist nicht schlimm. Es ist absolut nicht schlimm. Alles gut. Bianca ist tot. Es tut mir leid, Niklasius, dass du da übelst aufs Maul bekommen hast. Ich wusste nicht, dass Walzer dich so komplett kaputt macht. Ich habe vergessen, dass es ein Stein-Pokémon ist. Schnief, schnief, du bist gemein. Ja, komm, fick dich, ganz ehrlich. Nein! Ich will die in der Arena ordentlich haben. Sie ist kacke. Sie weint immer, wenn sie verliert. Ja, ist gut. Ich gehe an. Niklasius, sorry, das war aber ein ganz kurzer Auftritt. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Ich hoffe wirklich, es ist nicht schlimm für dich. Und Ultradudel, es war Pech. Es war Pech. Sie war paralysiert. Nicht einmal hat es funktioniert. Was ist das? Walzer? Stampfer? Anziehung! Wann hast du denn Anziehung gegen mich eingesetzt? Nie! Wow! Der Wahnsinn! Das ist perfekt für süße Pokémon. In der Nähe des Nationalparks nördlich von hier wurde eine Wettkampfstation eröffnet. Die Poké-Klonhalle. Mit deinem Talent im Umgang mit den Pokémon wäre es sicher nicht verkehrt, einen Abstecher dorthin zu machen. Ja. Komm, hau rein. Ganz ehrlich. Hau rein. Er hat echt keinen Bock mehr auf die Troller. Ich hab da echt keinen Bock mehr drauf. So. Wir gucken uns unsere übrigen Pokémon an. Niklasius, es tut mir leid. Vor allem habe ich dir Kehrtwende beigebracht. Ich habe dir Kehrtwende beigebracht und du stirbst einfach. Und Ultradudel. Du warst der Tankige von uns hier. Naja. Gut. Auf jeden Fall, wir haben Laurin behalten. Nein, nicht Item. Wir haben Laurin behalten. Und Laurin beherrscht Mogelhieb, wie gesagt, in der ersten Runde. Die allererste Attacke, die man machen kann, wäre dann Mogelhieb. Danach kannst du es halt nie wieder einsetzen. Später in den, ich glaube, in der nächsten Generation, also in der Generation, wo wir uns momentan befinden, ist es nicht mehr so. Da kannst du Mogelhieb zwischendurch auch einsetzen. Dann haben wir Anziehung, Gesang und Duplexieb. Mit Gesang ist natürlich cool. Trifft halt nicht immer. Chance von 55%. Was bei Schlafpuder ja nicht der Fall ist. Vielleicht hätte ich doch Schlafpuder behalten sollen. So, dann haben wir hier Anziehung, Angriff auf den Anwender von anderen Geschlecht wird unwahrscheinlich. Das heißt, es ist wie paralysieren. Das heißt, wenn ich ihn paralysiere, verwirre und ihn dann anziehe, buff, da kann er gar nichts mehr machen. Dann haben wir Duplexieb. Trifft den Gegner 2 bis 5 Mal, haben wir gesehen, macht nicht wirklich viel Schaden. So, dann haben wir als nächstes, wie kann ich das nächste Pokémon aufrufen? Ich gehe mal auf zurück. So. Du bist tot. Du bist tot. Junglut. Unser Schad mit Junglut. Mit einem Angriff von 37 und einem Spezialangriff von 36 ist er sowohl für Nahkampfattacken als auch für Fernkampfattacken recht gut geeignet.
Doch bisher beherrschter Kratzer, Doppelkickschnabel, Glut. So, dann haben wir Deoxys. Ich stelle euch vor, mein Pokédex hier in meiner Hand. Ich habe geguckt, wann kann ich denn meinen lieben Deoxys überhaupt richtig verwenden? Er beherrscht nämlich zurzeit Silberblick, Wickel, Nachtnebel. Ich kann euch Nachtnebel gerne zeigen, es ist eigentlich nicht so cool. Gegner sieht eine Illusion, richtet Schaden gemäß Level des Anwenders an. Schön, ne? Einfach schön. So, dann haben wir mit 25 lernt der Herr-Kollege Abschlag. Können wir vergessen. Mit 33 Verfolgung, ist auch kacke. Und mit 41 endlich Psychokinese. Was bedeutet, wir müssen bis 41 mit ihm überleben. Ich weiß ja nicht, ob wir das hinkriegen werden. Auf jeden Fall hat er einen sehr guten Angriff. Was natürlich nicht gut ist. Weil wir... Achso, er hat einen guten Angriff und Spezialangriff, meine ich. Einen schlechten Angriff. So. Was schlecht dafür ist. So, Verteidigung hat er dafür gut. Oder ist Blau das Gute und Rot das Schlechte? Weil, oh, guckt euch die Verteidigung an. Rot ist gut. Weil Spezialverteidigung hat er 22. Wieso hat er so eine scheiß Verteidigungswerte? Was soll denn das? Und ich schreie in dieser Folge wieder rum, wie irre, ich weiß. Habe ich in den letzten Folgen immer gemacht. Weil es einfach unmöglich ist, was hier passiert. So. Unser Pichu Maurice hat einen sehr guten Spezialangriff, was absolut genial ist für dieses Pokémon. Er hat eine gute Taktik, man setzt Donnerwelle ein, Bitterkuss und dann kann der Gegner eigentlich so gut wie gar nichts machen, es sei denn, er heißt Miltang und es hat einfach nichts Wirkung auf ihn. Er hat dafür aber sehr, sehr schlechte Verteidigungswerte. Alter, mit 10, Leute, mit 10. Eieieiei. Spezialverteidigung hat er zwar gut, aber gegen Leute, die im Nahkampf kämpfen, er weiß ja nicht, ob wir ihn da einsetzen sollten. So. Das zu den Pokémon, die überlebt haben. Wir werden jetzt selbstverständlich zwei neue auswählen. Weil wir ja wieder mal verkackt haben. Ich hab gehofft, dass wir es ohne Verlust heute schaffen, aber es ging einfach nicht. Es ging einfach nicht. Und wieso soll ich mich schon wieder anmelden? Ich bin doch immer angemeldet gewesen. Thank you.
Thank you.